Das ist so ein Projekt, was uns diesen Winter richtig viel Zeit und Nerven gekostet hat. Wir befinden uns hier neben unserem Konzertraum. Das da drüben ist leider Raum 4 mit der Bühne. Und das hier ist eigentlich Maschinenraum gewesen. Genau, da haben wir jetzt hier dieses Deck reingezogen, haben die Wände reingebaut in den letzten Jahren. Und dann wird man hier mit der Treppe halt oben in den Betriebsgang in die oberen Veranstaltungsbereiche gehen können. Genau, hier haben wir gedacht, bringen wir mal ein Fenster rein. Das ist so die einzige Möglichkeit, wie man als Gast jetzt auch mal die Möglichkeit hat, die Maschinenanlage sehen zu können vom Schiff. Das Fenster, das ist ein A60 Fenster, das erfüllt so die Brandschutzklasse für Maschinenraumbegrenzung. Das war eine relativ teure Investition für uns, aber wir dachten uns, das ist es halt irgendwie auch wert. Dann ist hier die Treppe. War vorher an sich auch schon existent. Die war halt eine relativ schmale, steile Treppe, so als Maschinenraum-Notausgang. Und dafür haben wir jetzt hier noch diese Wand verbreitert. Dafür sieht man hier so ein bisschen diesen Ausschnitt, den kann man da oben noch erahnen, dass das Ganze so 30 cm breiter geworden ist. Dafür mussten man die nebenliegenden Räume, den Notdieselraum und so weiter, ein bisschen die Wand verschieben, da ein bisschen verkleinern. Hier hinten sieht man eine Einstülpung, die haben wir gemacht in den Konzertraum, in Laderaum 4, um halt die Treppe schön flach auch gehen lassen zu können. Die Wände hier überall werden halt noch auch brandschutzisoliert. Die Wände wurden auch nochmal verschoben und die nebenliegenden Räume verkleinert. Und hier vorne ist eine Schiebetür, die wir eingeplant haben. Wir haben halt versucht, bei dem ganzen Projekt darauf zu achten, dass wir möglichst wenig den Charakter der Räume verändern. Wir haben versucht, die alten Elemente zu lassen und haben versucht, neue Elemente, die notwendig sind, wie die Schiebetür, möglichst unauffällig zu lassen. Deswegen werden wir die auch noch einfach in der gleichen Farbe streichen wie der Gang, sodass die eigentlich so wenig wie möglich auffallen wird.